Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films The Persian Version, der am 18. Januar in die deutschen Kinos startet. Ich bin Nestu und heute an meiner Seite ist die Lida. Hallo Lida. Hallo. Wir beide haben den Film schon sehen können, sonst würden wir diese Besprechung nicht machen. Kanntest du die Regisseurin schon? Hast du von der schon was gesehen? Die werte Dame Mariam Keshavarz? Ja, die hatte bereits einen recht interessanten Debütfilm, der Circumstances hieß. Und auch ausgezeichnet wurde, wenn auch nur mit dem Publikumspreis auf Sundance, wenn ich das jetzt alles richtig auf dem Plan habe. Insofern war sie mir also schon vage ein Begriff. Mehr habe ich aber noch nicht gesehen. Dazwischen gab es nämlich noch einen zweiten Spielfilm namens Viper Club und den habe ich nicht gesehen. Ich kenne also nur den ersten und den dritten jetzt. Dann führst du jetzt mit 2-0, weil ich habe tatsächlich jetzt den Persian Version war mein erster. Und ob wir den empfehlen können, das werden wir jetzt gleich klären. Aber vorab kannst du uns vielleicht kurz sagen, worum geht's eigentlich? Die Geschichte ist sehr stark autobiografisch inspiriert. Es geht um die Tochter amerikanisch-iranischer Eltern. Sie ist also Second Generation, Kind iranischer Einwanderer in den USA und fühlt sich zerrissen zwischen den Kulturen. Die junge weibliche Hauptfigur Laila heißt sie, sollte ich vielleicht noch hinzufügen. Das verschärft sich dann auch noch, als sie selber schwanger wird, ungewollt, obwohl sie eigentlich sich als lesbisch identifiziert und ihr Vater schwer herzkrank einer gefährlichen Operation entgegensieht und die gesamte Familie an seinem Krankenbett gerne sehen möchte, aber Laila eben Streit mit ihrer Mutter hat, die allerdings ihren eigenen biografischen Ballast mit sich rumschleppt, wie dann die Großmama ab und zu andeutet. Und so schlittern wir denn von dem chaotischen Leben der Hauptfigur Laila in eine Rückblende, die eine andere Hauptfigur hat, nämlich Lailas Mutter Shamin. Vielen Dank. Wenn man sich jetzt nur die Synopsis anhört oder sich sie durchliest, dann könnte ganz schnell so die Vermutung aufkommen, oh Gott, es ist so ein Arthouse-Film. Sehr trocken, sehr bedeutungsschwanger, sehr seriös und vor allem sehr bleiern, sehr erdrückend. Ich wusste vom Film vorab nichts und war dann doch relativ überrascht, dass mich dann kein Arthouse-Drama in Anführungszeichen begrüßte, sondern eine sehr locker flockige Komödie. Ich würde den Film fast schon so ein bisschen in diesen Bereich Feelgood verorten, wobei natürlich auch ernste Sachen angesprochen wurden. Wo würdest du den Film ansiedeln? Feelgood auf jeden Fall. Und wenn man ein wenig, wie ich das Poster zum Beispiel vorher gesehen hat oder auch den einen oder anderen Trailer, Teaser, dann ist das auch zweifelsfall sehr typisch amerikanische Feel-Good-Komödie. Also das kulturelle Rift, das dann der Handlung angesprochen wird, ist in der Inszenierung selber überhaupt nicht zu merken. Das fühlt sich ganz durch und durch amerikanisiert an. Fandest du das passend oder eher unpassend? Passend oder unpassend, glaube ich, sind nicht die richtigen Kategorien. Ich fand die Inszenierung so, wie sie gemacht war, sehr generisch, recht einfallslos und belastet von Klischees, die ich mir von einer iranischstämmigen Autorin nicht gewünscht hätte und auch nicht so hätte vorstellen können. Aber gab's trotzdem. Wobei ich fand, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie ihre Familie wirklich aufgestellt ist. Sie sagt ja selbst, dass ihr Film based on a true story, kind of. Aber ich finde, sie spielt halt auch wirklich mit den Klischees. Alleine, wenn sie ihre 6, 7 Brüder vorstellt und halt auch ganz klar sagt im Off-Kommentar, das ist klar, dass wir haben hier alle typischen Klischees der iranischen Jungs haben wir versammelt. Wir haben den Arzt, wir haben den Außenseiter, wir haben den Sportler. Ich finde schon, dass sie sich das bewusst ist, dass sie da teilweise wirklich Stereotypen auffährt. Das hat mich nicht so sehr gestört. Womit ich möchte nicht sagen, Problem hatte, aber was mich eher ein bisschen rausgezogen hat, war, dass ich echt lange Zeit nicht so wirklich wusste, was will der Film mir eigentlich erzählen? Denn du hast es ja schon in der Synopsis angesprochen, dass dann plötzlich die Mutter im Fokus ist und dieser Bruch, wobei Bruch ist es nicht, aber es kam für mich sehr plötzlich und ich dachte mir, okay, geht's jetzt doch um die Mutter oder geht's jetzt mehr um die Tochter? Das hat der Film mir nicht richtig klar gemacht. Wie hast du es empfunden?
Da liegt definitiv eine große Schwäche der Handlung. Wir haben hier zwei Geschichten. Keine von beiden ist wirklich originell, aber die der Mutter ist mit Abstand die originellere und interessantere der beiden, die beide offenbar genug Potenzial haben, einen ganzen Film zu füllen, aber so jetzt nur einen halben Film abkriegen, der noch nicht mal besonders lang ist, was an sich eine positive Eigenschaft ist. Ich habe keineswegs andauerndes Bedürfnis, 2,5 Stunden Filme zu schauen. Und es scheint ja immer mehr so zu sein, dass über 120 Minuten, also eine Laufzeit von 130, 140 Minuten immer mehr zur Norm wird und ein Film, der so zwischen 90 und 110 Minuten liegt, eher die Ausnahme. Aber hier haben wir das Gefühl, dass keine der beiden Handlungen so richtig fertig ist, dass nichts wirklich sich zusammenfügt, sondern wir zwei Bruchstücke von einer Geschichte haben, die dann so vielleicht besser als Serie verpackt worden wäre. Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, als Miniserie, so 4, 5 Folgen, hätte das, glaube ich, besser funktioniert, weil gerade wenn es um die Mutter geht, die ja wirklich auch einiges durchgemacht hat in ihrem Leben, wirkte das alles sehr überhastet. Alleine schon dieser Weg von, oh mein Gott, wir sind gerade finanziell in kompletter Not, bis hin zu, oh mein Gott, wir sind gerade super erfolgreich und haben die Zeit unseres Lebens, um es mal grob abzukürzen. Es ist halt ein Sprung von 3, 4 Minuten und das ist dramaturgisch dann doch irgendwie ein bisschen arg diffus geraten. Nichtsdestotrotz kann ich im gesamten Film einen Unterhaltungswert nicht absprechen, aber ich kam da raus und es war mir einfach, wie gesagt, zu viel. Ich fand, das war 110 Minuten geht der Film minus Abspann, sagen wir 100 Minuten, und diesen 100 Minuten ist mir da einfach zu viel, auf Neudeutsch gesagt, Content drin. Ich glaube wirklich, wie du auch sagtest, dass es dem Film gut getan hätte, ihn entweder länger zu machen oder halt eben als Serie zu versuchen. Ja, das merkt man auch gerade bei den zahlreichen Figuren, die hier vorkommen. Die Brüder, die alle nur mit dem Klischee eingeführt werden. Wir kriegen kaum Namen dazu, was dann auch wirklich dazu führt, dass diese Personen vollkommen darauf reduziert werden und man sich dann denkt, was soll das? Und auch Layla selbst ist im Prinzip ein wandelndes Klischee, ein bestimmter Typus von verplanter, aber doch irgendwie erfolgreicher, junger, in New York lebender Frau mit künstlerischen Ambitionen. Wie schon gesagt, ist das stark autobiografisch inspiriert. Und die Layla des Films möchte offenbar auch Regisseurin werden, schreibt, und sie schreibt offenbar Drehbücher. Das kann einfach sehr schwer diese Handlung so füllen und auch so tragen, wie das hier gewollt ist. Und so hat man den Eindruck von einem ganz großen Durcheinander, das sich durch diese zwei Stories noch verstärkt. Ja, definitiv. Ich fand irgendwie die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, ich dachte mir die ganze Zeit, also wenn ich die Tochter wäre, ich hätte, glaube ich, diese Mutter schon vor Jahren links liegen gelassen, weil die ein Verhalten an den Tag legt, also wie die ihre Tochter behandelt. Ich meine, ich habe selbst keine Kinder und man steckt in der Haut des anderen nicht drin. Aber gerade wie die Mutter halt umgeht mit der Sexualität ihrer Tochter, da versucht der Film, das hatte ich dann immer das Gefühl, mir so zu verkaufen, wegen, ja, sie meint es ja gar nicht so. Aber ich fand das teilweise echt grenzüberschreitend. Und es gibt eine schöne Szene, das war für mich, glaube ich, der Satz des Films, wo Layla hat ja einen Bruder, der auch immer mal wieder auftaucht thematisch, der ist so das schwarze Schaf der Familie, und dem wird alles durchgehen lassen, und dann sagt ihre Mutter irgendwie, ja, du und er, ich habe den Namen jetzt vergessen, ihr wart ja immer unsere Sonderfälle, und dann sagt Layla ihr sowas wie, mein Fehler in Anführungszeichen war, dass ich den Menschen geheiratet habe, den ich liebe, sein Fehler war, dass er im Crackhaus gewohnt hat. Und ich fand, wie gesagt, dass der Film für meinen Geschmack diese Mutter durchaus kritischer behandelt hätte müssen. Wie siehst du es? Absolut. Das ist hier wieder mal einer von vielen Fällen, wo sowas wie Homophobie, Queerphobie oder generell elterliche Vergehen einfach damit entschuldigt werden, dass man sagt, entweder A, die Eltern haben ja auch nette Seiten, oder B, die hatten ein schweres Leben, oder beides. Und das ist keine Entschuldigung, es mag für manches eine Erklärung sein, aber eine Erklärung ist noch gar keine Rechtfertigung, die das wieder gut macht. Zumal man sich ja auch fragt, wie die Mutter, obwohl sie angeblich so fortschrittlich und tolerant sein soll, wie uns das hier in der ganzen Rückblende aufgetischt wird, so intolerant auf der anderen Seite sein kann. Das ist durchaus interessant und ist auch gar nicht unmöglich, dass Menschen auf der einen Seite sehr modern wirken, auf der anderen auch sehr rückständig sein können oder dann auf einmal furchtbar bigotte Ansichten haben. Aber da wäre einfach auch mehr, ja, psychologische Exposition und Vertiefung notwendig gewesen, die nicht geschieht.
Sehe ich genauso. Ich finde, dass der Film da echt eine große Chance einfach ungenutzt liegen lässt, weil ich fand es unpassend, dass dieser Mutter so viel durchgegangen lassen wird vom Film, dass der Film das für meinen Geschmack einfach teilweise viel zu unkritisch stehen gelassen hat und am Ende dann doch so wieder vorkommt, ja, sie ist nicht perfekt, die Frau Mama hat ihre Fehler, aber eigentlich lieben wir uns doch alle ganz doll und dafür lässt Frau Mama zu oft in dem Film Homophobie von alleine, die echt unangebracht ist und zwar nicht nur irgendwie aus einer heutigen Perspektive, sondern schon damals, denn wenn sie so die ganze Zeit ihre Tochter behandelt und es wird ja auch gesagt, nach Gott gezeigt, dass die beiden immer schon ein schwieriges Verhältnis hatten, dann finde ich es irgendwie ein bisschen unpassend, dass sie am Schluss sich dann irgendwie dann wieder in den Arm liegen. Das war mir dann doch zu wenig. Also dramaturgisch finde ich, verpasst der Film wirklich ein paar gute Chancen. Das ist auch deswegen problematisch, weil es nämlich suggeriert, dass Homophobie und Queerphobie so lässliche Vergehen wären. Dass A, die Leute es eben nicht wirklich so meinen würden und B, dass es doch irgendwie schon okay wäre und sich die Queeren mal bitte nicht so anstellen sollen, halt ein bisschen zusammenreißen, was sehr unangenehm wird, gerade weil wir jetzt ja die Weihnachtszeit haben. Gut, ich weiß nicht genau, wann der Film im Kino startet. Startet er noch vor Weihnachten? Nee, der startet am 18. Januar. Okay, also kurz nach Weihnachten. Denn gerade, aber trotzdem steht jetzt für mich und Stu so ein bisschen die Weihnachtszeit an, während wir diese Besprechung machen. Und gerade dann ist ja dieser große Druck oder auch bei anderen Familien-Events, vertragt euch alle, tut so, als sei alles in Ordnung, auch wenn es nicht so ist. Und das ist eine absolut toxische Message auf jeder Ebene, egal was da für Konflikte sind. Und was das nochmal unangenehmer macht, ist dieser Eindruck, dass diese ganze Queerness von Layla nur sehr aufgesetzt wirkt. Sie hat eine Beziehung angeblich gehabt, lange mit einer Frau. Wir sehen sie aber nie irgendwie sonderlich intim mit einer Frau, sondern nur mit einem Mann, für die Zuschauerschaft also. Dann wird sie prompt schwanger, was dann auch irgendwie überrascht, dass sie jetzt auf einmal Mutter und Kind und alles möchte. Dann will sie mit dem sogar versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Einfach mal so, was so klingt als, hey, wenn du lesbisch bist, musst du nur mal mit einem Mann versuchen. Was dummerweise genau das ist, was ganz viele ihr Leben lang hören, egal ob lesbisch oder whatever. Versuch's doch einfach nur mal auf die richtige Tour, in Anführungsstrichen, und dann klappt das schon. Oder dass es so eine Art Phase ist, so eine Art rebellische, wo man sich nur mal ausprobieren will und dann ist es vorbei. Und all diese Klischees werden hier direkt oder indirekt in der Handlung bestätigt, was sehr unangenehm wirkt. Gerade wenn dann auch noch so Sätze von Layla fallen an einer Stelle, wo es mir so ein bisschen hochkam. Sie hat da was mit einem Typen, der beruflich in Frauenklamotten auftritt. Also kein Transvestit oder nicht transvestit, sexuelles, sondern wirklich nur beruflich auf der Bühne als Frau auftritt. Drag-Künstler, ne? Ja. Genau, also rein künstlerisch. Und dann sagt sie sowas wie, sie steht total auf Drag Queens. Also diese Fetischisierung von Queerness, dass es irgendwie irgendwas ist, was man irgendwie so faszinierend und ja, irgendwie sexy und geil und da ist man irgendwie neugierig drauf. Aber dann, wenn es darum ging, das zu verteidigen, dann ist man nicht mehr dabei. Und das wirkt ganz unangenehm. Und ganz ehrlich, man hat ja wirklich den Eindruck, es ist eine Figur, die will queer sein, weil sie glaubt, sie dadurch ein bisschen alternativer oder ein bisschen cooler wirkt. Genau so wirkt das. Denn letztendlich lebt sie ja eine heterosexuelle Realität. Das Leben, was sie lebt, ist ja hetero. Komplett. Was sagst du denn zu der Hauptdarstellerin Layla Mohammadi, die ich weiß nicht warum, ich habe das Gesicht irgendwo schon mal gesehen und dann habe ich mich ein bisschen informiert und die hat zuvor in kaum irgendwelchen Sachen mitgespielt, aber irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Ganz kurios. Sie konnte mich nicht wirklich überzeugen, was aber auch daran durchaus liegen mag, dass die Figur sehr oberflächlich und klischeehaft ist, die sie spielen muss. Sie hat hier nicht viel mehr zu tun, als hübsch auszusehen und kann dann nicht wirklich in die Tiefe gehen. Da hat es mir wesentlich besser gefallen wie Kaman Shafi Zayabet. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus. Die junge Shireen, die junge Mutter, also als
Frau als oder als Mädchen damals gespielt hat. Das fand ich wesentlich besser von der Leistung her. Und da war auch, denke ich, wesentlich mehr möglich schauspielerisch. Ja, also die werte Frau, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen will, aber die du gerade gemeint hast, die fand ich auch mit am besten in der gesamten Besetzung. Ich muss halt sagen, ich würde es nicht als Problem bezeichnen, aber wie bei jedem viel guten Film ist es halt so, dass es alles zu glatt geleckt wird. Also auch die Figuren, also wenn da irgendwie erzählt wird, ja, und dann waren wir irgendwie mit 11 Leuten in einem Haushalt und die meisten davon waren Kinder, sieht die Bude halt immer noch relativ geleckt aus. Und so wirkt halt auch eben Leila hier. Also die wirkt irgendwie immer ein bisschen zu cool und zu aufgestriegelt und zu selbstsicher und zu sehr nach Drehbuch. Also es ist eine Drehbuchfigur, aber es ist kein Mensch. Das ist mein, in Anführungszeichen, Problem mit dieser Figur. Ich würde es gar nicht zu sehr auf die Darstellerin Leila Mohammadi schieben. Lida, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest zu Persian Version? Ja, wir sehen hier in dem Film sehr oft die Kontraste zwischen den USA und dem Iran der damaligen Zeit. Dann aber auch gewisse Parallelen, zum Beispiel, dass die Hauptfigur leider sich nirgendwo richtig zu Hause fühlen kann. Das Ganze wird als irgendwie großes Trauma aufgespielt, aber was jetzt daran eigentlich so traumatisch war, sehen wir nicht. Im Prinzip wirkt der ganze Film von Anfang bis Ende nur so, als ob er darstellen soll, wie Leila alias natürlich die Regisseurin Mariam Keshavas schon immer ein ganz cooler Hund war. Wie sie schon als Kind einfach nur mal lässig und frech und süß und cool war und das als Erwachsene im Prinzip auch noch ist und dabei immer toll aussieht. Für die Mutter gilt mehr oder weniger das Gleiche. Alle Figuren in dem Film scheinen auch nur zu existieren und so gestylt zu sein, dass sie Leila noch ein bisschen besser dastehen lassen. Und wenn man dann so bestimmte Szenen hat, wo sie zum Beispiel Popmusikkassetten in den Iran nach der Kulturrevolution schmuggelt, wo also Musik und insbesondere solche nicht religiöse Popmusik also komplett verboten war und darf auch also bis zur Todesstrafe, ja, also das war kein irgendwie lässliches Delikt, wo dann irgendwie mal gesagt wurde, oh, das schmeißen wir jetzt in den Müll, ja, da konnte einem wirklich Schreckliches passieren. Und dann tanzen alle da fröhlich zu der Musik und sind happy und yeah, nur weil jetzt Cyndi Lauper aus dem Radio läuft oder aus dem Kassettenrekorder. Das ist mir dann doch zu seicht, zu verharmlosend und einfach zu infantil für eine historische Episode, die wirklich schreckliche Folgen für viele Menschen hatte, die vielen Menschen das Leben gekostet hat, die ins Gefängnis gekommen sind, die gefoltert worden sind, alles, die nie in ihr Heimatland zurückkehren konnten. Das da so einfach vom Tisch zu fegen, als wäre das alles, diese ganze Unterdrückung, die religiöse, nur das einfach so gewesen, oh ja, wir müssen jetzt hier im geschlossenen Hof tanzen statt in der Disco, na schön wär's. Also das wirkte sehr abgeschmackt und auch wenn es natürlich jetzt unfair ist, die Regisseurin härter zu bewerten, weil sie iranisch-amerikanisch ist, hat es mich unter diesem Aspekt nochmal besonders enttäuscht. Wenn es jetzt so eine amerikanische Regisseurin gewesen wäre, so eine Weiße, da hätte ich wahrscheinlich so gesagt, so okay, kann man nicht mehr erwarten, ist halt wieder diese typischen Vorurteile. Aber so hätte ich immer gedacht, das hätte doch anders sein können. Ja, gut, das wollte ich jetzt noch sagen. Würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Und da du jetzt geredet hast, fange ich damit an. Und ja, ich finde, dass der Film halt relativ viel Potenzial auf dem Boden liegen lässt. Wenn ihr den als reinen Feelgood-Film betrachtet, dann werdet ihr genau das bekommen, nämlich einen Feelgood-Film, der dann auch vielleicht durchaus funktioniert und auch durchaus Spaß macht und kurzweilig ist. Erzählerisch ist er ein bisschen unrund. Er hat gute Absichten, ich finde aber, dass er ein paar Sachen einfach verhunzt und deswegen von mir eine vorsichtige Empfehlung, aber nur dann, wenn euch das, ja, eigentlich egal ist, was ein Film euch erzählt, sondern einfach nur, dass er Spaß macht, dann habt ihr mit dem Film am 18. Januar einen guten Kinofilm parat, aber von mir gibt es so gesehen keine Empfehlung. Du bist dran. Auch von mir gibt es keine Empfehlung. Ich habe euch lang und breit erzählt, was mich daran stört und das sind nur die markantesten Punkte. Ich möchte der Regisseurin keineswegs ihr inszenatorisches Talent absprechen. Ihr erster Film hatte auch seine Schwächen, aber war wesentlich interessanter, hatte wesentlich mehr Potenzial verraten. Warten wir ab, was als nächstes kommt, aber den überspringt ihr besser.
Was ihr nicht überspringen solltet, ist der Telestammtisch, die Webseite vom Telestammtisch, www.tele-stammtisch.de. Da findet ihr alle unsere Podcasts und ihr könnt uns gerne auch Likes da lassen, wo, überall, wo es Likes gibt, denn überall dort gibt es den Telestammtisch. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, wünsche euch noch eine schöne Zeit, wo auch immer das sein sollte und sage Tschüss und Lieder, dir gebührt das letzte Wort. Macht's gut, frohes Auskatern nach den Feiertagen, ja. Die sind ja schon vorbei, wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich. Haben wir alles. Ich wollte gerade sagen, nach 8, das ist schon, vermutlich kommt das 2 Wochen nach Neujahr raus. Ja. Wie viel sauft ihr bitte, wenn ihr jetzt noch auskatert? Immer noch so Frust trinken. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.